So, da wären wir jetzt also im Lamure-Turm. Jener Ort, wo Ena und Rata gefangen gehalten werden. Jener Ort, wo sicherlich auch noch ein königliches Monsti irgendwo schlummern wird. Oh, sieh mal an. Versammlung. Eine Versammlung der mysteriösen, dunklen Rider und der Jäger, die nicht gerade sehr ordnungsgemäß ihr Sandschiff geparkt hatten. Rat und Ena könnten hier sein. Komm schon, Kumpel, beeilen wir uns. Und am besten mit Heimlichkeit. Allein deshalb mag ich ja sagt, unseren Nagakuga Black nicht rausnehmen. Aus dem Team. Weil mir seine Fähigkeit so gut gefällt. We can call this a success. Indeed. I don't understand. Why are you doing this? What's going on? Hunters and riders are working together? Who's the girl? The Wyverian from Mahana. Might be useful. Ah, I see. With this, our plans will finally come to fruition. Why are you giving the Rathalos to these riders? Wasn't our mission to stop this monster from hurting anyone? That's enough. Know your place. We're leaving. Wait! I demand an explanation! Kyle! You double-crossed us, didn't you? Double-crossed? You never opened your eyes. What? You know nothing of the world, or of Rathalos' place in it. You never even tried to learn more. You're just like the rest of those ignorant fools. You may have done your best, but you're no hunter, boy. Now run home to Daddy and stay out of our way. You... Wait just a minute here! Give Ena and Ratha back right now! Leave them to me. Na, das hat beim letzten Mal auch nicht gerade sehr gut geklappt. Aber gut, der Anführer und Skeletor machen sich dann jetzt mal auf den Weg zur Spitze des Turmes. Das ist jetzt auch nicht verkehrt. Ein Rubin Basarios. Schick. Du bist doch ein Rubin Basarios, oder? Du rückst kein Stück. Was? Schau, wir wollen nur einen freundlichen Plausch mit deinem Boss halten, sonst nichts. Hallo, jemand zu Hause? Gut, dann bleib eben still, aber lass Ena und Rat endlich frei. Okay, ist wirklich ein Rubin Basarios. Schick. Aber gut, wechseln wir jetzt mal kurz unsere Waffe. Der Clusterhammer müsste im Kampf gegen einen Rubin Basarios ja funktionieren. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob der mysteriöse Rider eigentlich jetzt... Oh, er ist auch ein Techniker, ebenso wie sein Monsti. Oh, verdammt. Okay, Shiro. Ich glaube, es ist mal Zeit, dass wir die Kraft eines weißen Monoblos demonstrieren. Warte mal, hat das eigentlich was gebracht? Scheint, als hätten sie die Jäger auch reingelegt. Worauf sind diese Kerle nur aus? Die Weltherrschaft, was denn sonst? Gebt uns Ena und Rata zurück! Gebt sie zurück! Gebt sie zurück! Gebt sie zurück! Ist doch ganz offensichtlich, die sind auf die Weltherrschaft aus.
Das gefällt mir jetzt so gar nicht. Gut, wir haben ihn eingeschläfert. War zwar nicht ansatzweise unsere Idee gewesen. Aber besser als nichts. Na toll, Shirowald aus den Latschen gehauen worden. Ja, bescheuert. Aber egal, bescheuert hin, bescheuert her. Right on. Demolier-Randale. Das ist die Macht des Horns. Verdammt nochmal. Wie zum Henker hauen wir ihn am besten aus den Latschen. Okay, so. Unmöglich. Unmöglich, aber wahr. Mir steht das so in Schnurrhaaren hiermit. Wir müssen ihn einholen. Tja, was soll's. Wir haben zwar ein Herz verloren, aber Shiro konnte wenigstens beweisen, was er drauf hatte. What's the big idea? Who are those people? Kyle. You're partly responsible. You took Ratha from us and handed him over to those guys. Hey, there's no point in arguing. No one could have seen this coming. But it was just as we thought. That masked rider was in cahoots with the hunters. Not only that, they abducted Anna too. Scrivener should get here soon, but we can't sit around twiddling our thumbs. We gotta rescue Anna and Ratha. Na gut, auf geht's. Zur Spitze des Turms. You too, kid. You're coming with us. Oh. Our job isn't only about hunting monsters, you know? We got to investigate environmental abnormalities, too. Don't you want to know what's happening to the world? Uncover Ratha's secret? Well, shall we? Yeah. So, den Turm hinauf. Ena und Ratha werden zum Lamure-Turm hinaufgebracht. Wenn die Bindung zwischen dir und Ratha getrennt wird, werden die Flügel des Verderbens übernehmen. Das darf nicht passieren. Reverto erklärt einem verratenen Keil, was er glaubt, was bedeutet, ein Jäger zu sein, bevor er den Turm hinaufsteigt. Gut. Ja. Ich glaube nicht, dass wir den Aufzug benutzen können. Oder doch? Hey, es klappt!
Einmal aufwärts. Fahrstuhlmusik bitte abspielen. Oder auch nicht. Langweiler. So, was bist du da jetzt? Bist du ein Chakalaka? Ist sicherlich ein Chakalaka. Na? Wie langweilig. Wie langweilig. Ist einfach bloß ein grauer Kicherwacher. Ist ja wirklich ein bisschen langweilig. Bloß ein grauer Kicherwacher. Okay, mal wieder rüber von Kraft, Technik zu Geschwindigkeit. Okay, immer noch Geschwindigkeit, immer noch Geschwindigkeit. Die Technik, die haben wir doch gleich bereit. Setzen wir einen Lehmhieb doch gleich mal ab. So machen wir dann auf gar keinen Fall hier weiter schlapp. Dieser Kampf wird hier auf gar keinen Fall ein leichter sein. Doch schaffen wir das hier doch allemal. So, du bist also mal wieder sauer. Was war das jetzt eben? Ja, wieder eine Geschwindigkeitsgeschichte. Ich denke mal, wir randalieren ein bisschen. Demolier-Randale! Die Macht des Hornes siegt erneut in diesem Duell. Dramatisch. Ein grandioser Finisher. Yo, das ist die Kraft der Bindung. Wir könnten allerdings jetzt auch mal wieder ein paar Bonus-EP vertragen. Wo wir schon mal hier dabei sind. So, wir sind deshalb hier wieder mit dabei. Und haben hier eine Schatztruhe herumliegen. 13.000 Zenny. Nice. Ach, da drüben ist jetzt der lilane Gypseros.
Und noch kein Ende in Sicht des Turmes. Okay, das war jetzt auch quasi ein bisschen zu viel gesagt. Wie sollen wir denn jetzt eigentlich auch schon das Ende des Turmes erreichen, wenn wir doch noch nicht sehr, sehr großartig damit angefangen haben, den Turm zu erklimmen? Was können wir hier? Anscheinend können wir hier noch nichts machen. Und anscheinend sollten wir bloß mal drauf achten, wo hier Fackeln stehen. So geht's dann gleich wieder bergauf. Wobei es hier natürlich ein Turm ist und kein Berg. Was zum Henker machen hier bloß all die ganzen Monstis? Und wieso sieht das Ganze hier eigentlich so aus, als würde hier irgendwas Besonderes noch passieren? Tja, sei es drum. Mal sehen, strecken wir jetzt wieder mal einen weiteren Diablos nieder? Oder bricht gleich der Boden unter uns zusammen? In diesem Zusammenhang war das nur... Jubel, der Yagi, wie zerrüttet ist dieser Ort? Der Boden ist gerade direkt unter uns eingestürzt. Aber es sieht aus, als könnten wir hier weitergehen. Das Glück scheint auf unserer Seite zu sein. Ist das jetzt hier der richtige Weg? Oh ja, lass uns nachsehen. Ich lande zwar auf meinen Füßen, aber ich hoffe, da sind nicht noch mehr Absenkungen. Ist das denn jetzt hier der richtige Weg? Oder waren wir schon gewesen? Toll, wir sind im Erdgeschoss angekommen. Wir sind also tatsächlich wieder im Erdgeschoss. Moment, hier waren wir doch schon. Oder etwa nicht? Oder anscheinend... Na toll, jetzt laufen hier wirklich wilde Tigrex herum. Also ernsthaft, jetzt anscheinend fühle ich mich verarscht. Wozu habe ich dann den ganzen Ärger auf mich genommen, wenn im Nachhinein hier normale Tigrex herumlaufen, die nicht königlich sind? Sei es drum. Irgendwie ein bisschen komisch, dass hier ein Katzerwarnstand ist. Okay, anscheinend war das jetzt hier die richtige Ecke. Und wer jetzt bricht schon wieder Boden unter uns zusammen?
Here it comes! Nein, der Boden bricht nicht unter uns ein. Jetzt kriegen wir es hier mit einem weiteren Monobloss zu tun. Ja, willkommen zurück, königliches Monster. Wieso bist du jetzt auf Geschwindigkeit aus? Okay, die normale Monobloss-Version scheint wohl ein Geschwindigkeitstyp zu sein. Und ist auf gar keinen Fall auf Kraft aus. So brauchen wir dann gleich wieder mal die altbekannte Schallbombe. Ich hätte von den Dingern wirklich ein paar mehr einkaufen sollen. Sollen, hätte Fahrradkette. Das war wieder mal ein Fehler, Roberto. Ein Fehler. Er sollte es doch langsam mal wissen. Aber schön, jetzt kriegen wir es wiederum gleich mal zu sehen, was nun seine eigentliche Zweitfähigkeit ist. Kraft. Geschwindigkeit und Kraft. Ist ja jetzt quasi ein bisschen umgekehrt. Lässt mich aber jetzt unbeeindruckt. Ja, in der Tat, das Ganze lässt mich jetzt wirklich ziemlich unbeeindruckt. Ja, wie schon gesagt, ich bin unbeeindruckt von diesem Monobloss. Musste er jetzt wirklich noch ein zweites Mal einen Tunnel graben? Das ist jetzt meine vorletzte Schallbombe.
Alter Schwede. Er lässt sich wirklich nicht so leicht besiegen. Und dabei ist er bloß normaler Monoblast. Endlich! 19 Runden hat es gedauert. Aber dann haben wir ihn endlich besiegt. Wo bleibt denn jetzt allerdings bitte schon das Hauptereignis des heutigen Parts? Sieht aus, als sind ein paar starke Monster in diese Ruinen gezogen. Wir sollten hier nicht verweilen. Gehen wir weiter! Naja, gehen wir weiter. Warte mal, von dort sind wir gekommen. Also weiter geht's. Eine Etage höher, bitte. So. Lamure-Turm, dritte Etage. Wie viele Etagen wird dieser Turm eigentlich noch haben? Die Frage muss man sich jetzt eigentlich hier auch nochmal stellen. Aber wahrscheinlich ist mit der dritten Etage wohl gleich auch Schluss. Oh nein. Oh, doch nicht. No, no, no. Anscheinend ist mit der dritten Etage wirklich noch nicht Schluss. Hier haben wir mal wieder einen Gypseros. Einen lilanen Gypseros. Andererseits... Sag mir jetzt, ich muss gegen Tigrex kämpfen. Nein, ich will nicht gegen Boot. Gegen den grauen Kicherwacher will ich jetzt auch nicht kämpfen. Es sieht aber wirklich danach aus, als wären wir gleich hier durch. Oder auch anscheinend nicht. Wie sieht's hier bei den Quests aus? Schneeflug, blabla, Legiana, Omilweizen, Honigbutter, Cephalos, Säbel, Krapfen. Anscheinend müssen wir, wie es aussieht, noch ein paar Genpreys besiegen. Um in einer Quest weiter voranzukommen. Wir müssen das ja machen für unsere Monoblos. Und für all die anderen Monstis, die jetzt noch kommen mögen. Andererseits waren es ja bloß Chandrums, die ich besiegen soll. Menschen kennen das.
wir haben es gleich. Und dann glaube ich sowieso auch, dass die offensichtliche Wahl sowieso die falsche gewesen wäre. Die Wahl für den dritten Aufzug wird sicherlich jetzt die richtige sein. Um an die Spitze des Lamure-Turms zu kommen. Um Ena und Rata zu retten. Um einen weiteren Bossfight vielleicht zu bestreiten. Vielleicht sogar einen weiteren Rider-Fight. Gegen Skeletor. Halten wir fest. Aufzug Nummer 3 war ein Reinfall. Dann wählen wir lieber mal Aufzug Nummer 2. Ist es nicht die 3, ist es die Nummer 2. Ernsthaft? Die Nummer 2 war also sprichwörtlich ein Reinfall? Dann bitte die Nummer 1. Alter Schwede! Da hat jemand wieder mal angefangen zu bohren und da erschreckt man sich sogleich. Okay. Wie kann es jetzt sein, dass wir hier verkehrt sind? Na gut, dann wieder Aufzug Nummer 2, doch diesmal gehen wir in eine andere Richtung. So, diesmal werden wir nicht in den Abgrund fallen. Warte, was ist das? Ach, nicht schon wieder ein Diablos. Okay, aus dem Weg. Ich habe hier einiges zu erledigen. Okay, da ist bloß eine Sackgasse. So eine Frage muss man sich auch mal stellen. Läuft man in den richtigen Weg hinein oder mal wieder eine Sackgasse? Oh, stimmt ja, wir sind nicht getarnt. Ah, Moment, hier gibt es einen weiteren Katzer-Warnstand. Dann? Okay, vierte Etage des Lamure-Turms. Okay, wir müssen jetzt hier richtig sein.